Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Ja, Mamo, was ist los? Was ist wohl los? Ganze Folge unter Erde gewesen, hä? Naja, so halb. Dabei wollte mein Planeten erkunden. Ja, irgendwer sagte, ich bin so tief. Ich kann glaub, mich genau erinnern, spielen. Als wäre es gestern gewesen. Hau ihn mal zu breit dort, ich will hier in das Loch. Ich mag ihn nicht hauen. Er hat dich angegriffen. Das macht ihn irgendwie sympathisch. Ja. Was ist hier los? Rennt so hässliche Viecher rum. Achso, was bist du? Hä? Alter, aufs Maul? Ja. Mama, was machen wir? Ja, wir wollten den Planeten umrunden. Ja, dann geh doch nicht wieder unter Erde. Aber hier ist Kohle. Na gut, ist eine Mal erlaub ich's. Außerdem war ich gerade wieder auf dem Weg nach oben. Hier ist Gold. Siehst du? Hier sind zwei Fackeln. Was? Ja, beide von mir. Was ist los? Ein Loch. Ich will nur in die Löcher reinschauen. Wow. Jetzt kommt noch ein Kackvogel, ey. Ein Kackvogel. Hallo. Tun die eigentlich was gegen die Viecher hier? Nicht mehr so richtig. Ja, doch, geht schon noch. Ja, die machen halt richtig gut Damage, ne? Damage! Damage! Also nicht unsere Sachen, sondern die Viecher. Ja, ich weiß. Ja, dieses hat sich fast schon so angehört, als hättest du gerade den ultimativen Preis gezahlt. Alter, nein! Hau ab! Ich will dich hier nicht haben, Junge. Ich wollte doch nur die Ranke haben. Oh. Wie kriege ich Ranken? Warum bist du schon wieder unter der Erde? Das Vieh hat mich geschubst. Du musst auch mal... Mamo, lerne auch mal zurückzuschlagen. Tu ich doch. Das kann doch nicht... mit meiner Spitzhacke. Auf Stein. Ich meine, es kann doch nicht immer so weitergehen mit dir. Warum nicht? Ich bin halt eher so der Pazifist. Heute lässt du dich von diesen komischen Biestern da unter die Erde vertreiben und morgen? Was ist morgen? Morgen sagt Präsident Putin, gib mir deine Frau und du sagst einfach nur, na gut. Ja. Soll er machen? Wenn Präsident Putin die haben will? Mama, komm mal her. Komm her. Wo bist du denn? Wo rennst du denn so weit vor? An der Oberfläche. Ich bin auch schon da. Ja, komm her. Labor. Red Petals. Halt! Hallo. This is a high security research facility. Lab personal only. Oh. Aua. Alter. Stirb. Der sieht ganz schön viel aus. Mutantenaffen. Hallo. So. Was haben wir hier drin? Pixel. Wir können plötzlich spritzen. Muss ich erstmal hier das ganze Softbrick verbrennen? Nee, werf den mal ruhig her. Ja, lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwelchen hab. Ah, tatsächlich. Alter, mach mir doch nicht den Mund wässrig. Hallo. Oh. Ja, toll. Alter, gib mir deine Hose. Was willst du denn? Gib mir deine Hose. Red Stimpack. Wollen wir hier coole Regale mitnehmen? Für unser Labor höchstens. Ah, komm, ich pack mal zwei ein.
So, schön ist drin. Brupp, 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 brupp. Green Lamp. Boah, er hatte einen Pixel. Ich bin so beeindruckt. Green Lamp Pot? This strange lamp emits a low green light. Geil. Ja? Was hast du denn jetzt? Ich hab den einen aus dem Labor rausgeprügelt. Intruder! Ist der dumm? Warum? Danke, hallo. For Science ist auch ein guter Spruch. Was hast du denn hier fallen gelassen? Ach, ein Stim-Spawner. Ja, also können so wir echt mal irgendwo einen hinstellen. Ja, das ist für so einen Merchant. Ja, ich weiß. Brauchen wir doch nicht. Ja doch, ist geil. Weil mittlerweile haben wir 3 Stück davon. Ja, jetzt macht er hier auch noch die Tür auf. Ah! Wo bist du? Die Party? Ja, ich könnte tatsächlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ja, komm. Machen wir mal Schichtwechsel. Tack, 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 habe ich gesagt. Wenn wir wenigstens mal wieder ein paar von diesen hier Tesla-Kanonen fallen lassen würden. Bessere, ne? Ja. So. Nimm noch mal so ein. Warum? Bananen. Du hast immer dasselbe im Kopf. Heilen und fressen. Alter, du hast schon einen grünen Schlipper an. Ja, einen grünen Schlipper an, ja. Da guckt der Schimmel schon raus. Das ist mein, hier, Banana-Thong. Hallo, na, du? Na, Lady? Hallo. Lass das. Mister, komm, wir spielen Ping-Pong. Alter, die zerrupfen mich hier alles so. Cool Server, Bro. Du hast hier die ganzen Schränke ausgeleert wahrscheinlich, ne? Ne, die sind leer. Aber davon habe ich schon welche in der Tasche. Geh mal weg doch. Immer dezent hier. Oh. Was hast du denn Strom abgebaut? Ja, ich baue Strom ab. Ups. Der ist übrigens gefährlich. Ach was. Liebe Kinder zu Hause, Strom ist gefährlich. Was Schönes drin? Nö. Ein paar Plasmagranaten. Oh. Ich habe keinen Platz mehr. Hallo. Fine Sand. Weg. Ja, sie ist gerade. So, Lady, Mister. Sie können sich ihre Gesichtsmassage hier an meiner Axt abholen. Ja, genau. Hallo. So, Grünsand brauchen wir nicht, ne? Nö. Cobblestone so. In verschiedenen Varianten.
Sandstone Block in lila. Sandstone Block braucht auch keiner. Das braucht keiner. Mamo, wo bist du hin? Im Labor unterwegs. Auf dem Weg raus, oder? Ja, so auf dem Weg raus. Ich meine, hier gibt es ja sonst nichts. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier das ganze Ding abreißen. Das ist doch ewig und drei Tage. Ja. Damit wir für unser eigenes Labor die Blöcke haben. Weil wenn wir die alle mit einem Pixelprinter machen, da werden wir arm bei. Musst du wissen. Ja, da braucht man auch so Schweine viel von, ne? Eben. Aber mir ist das jetzt tatsächlich irgendwo zu nervig. Ja, Gott. Aber wir könnten uns das hier merken. Wir hatten doch schon mal so genau so eins. Bei uns im Alpha-Quadranten sogar. Ich glaube sogar bei uns im System. Ich glaube, wir sollten einfach irgendwann mal hier mit einem Diamantbohrer herkommen. Ja. Ah, wenn wir auch mal einen haben. Zack. Junge. Wolltest du nicht noch einen Holzbogen rausholen? Oh, ich finde die Dinger gehen ganz gut. Ich hab gesagt, Maul halten. So eine verkackte Monsterplate gibt's dafür. Ja, wollen wir schnell einmal rum? Oder ja, sind auch dabei. Hast du die Uhr eigentlich nochmal wieder angemacht? Ja, klar. Wäre ich eher so ein Noob wie du. Ich bevorzuge den Begriff Kacknu, ja? Alter, ey, gehen mir die Viecher hier auf den Nerv grad. Habe ich gar kein rotes Stimpack? Sieht nicht danach aus. Auf jeden Fall zupfen die mich hier gerade alle bei Nacht. Boah. Ja. Wollen wir mal auf einen anderen Planeten? So willst du ja immer rum? Würde ich auch, aber ich würde auch gerne lebend ankommen, ne? Bei Nacht unterwegs sein ist halt scheiße. Ich setze mich hier einfach in den Regenerationspool. Ist das cool? Nö. Noch. Aha. Lass mich in Ruhe. Okay. Lass mich in Ruhe, er sieht mich nicht mehr. Lass mich in Ruhe! Mamo. Er hat wahrscheinlich nicht so die Ausdauer unter Wasser wie ich. Boah. Für das wieder Tag? Sehe ich das richtig? Ey, das kann doch nicht sein. Was denn? Oder haben wir uns einfach keine Waffen gecraftet? Ich glaube. Wie dumm sind wir? Ziemlich. Und wer ist der Noob von uns? Du. Du. Aber mittlerweile geht's mir wieder ganz gut. Noch? Ja, nee, ist klar. Ja. Schick den einfach mal mit zu mir ins Loch da. Ja. Der steht auf deinem Loch. Boah. Alter. Alter. Um ein Haar hätte er mich zerbatzt. Der schnellste Weg zurück aufs Schiff? Kostet nur 500 Pixel. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich so ein hier Steam Merchant besorgen.
Weil die Red Stimpaks, die lohnen sich auch richtig, muss ich dazu sagen. Boah. Ich meine, letztendlich haben wir ja eine Hütte bei uns. Du, ich habe gerade mal einen kurzen Weg aufs Schiff gemacht. Ach so. Ich bin nicht geplatzt, aber da waren auf einmal Vögel und drei von den Grauen und noch welche von den Roten und hast du nicht gesehen. Ja, dann kannst du ja gleich nach dem links ein Stück gehen. Oh. Und ich würde sagen, dann setzen wir uns auf unseren Heimatplaneten und bauen für unseren Merchant eine Hütte. Was hältst du davon? Dass wir den einschließen? Nö, dass wir den halt ein kleines Häuschen bauen. So, wir eröffnen unser eigenes kleines Dorf. Ja, ne? dann beam ich wieder zu dir und geh runter. Geh erstmal wieder runter und wir umrunden den Planeten. Du bist schon links, das ist gut. Ja, wie gesagt, der war echt winzig klein, so ist nicht. Oh, ich reiß dir so lange ein paar Ranken ab. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht auch die Pilzköpfe bei uns ein bisschen vertreiben. Kleinen Genozid starten? Ja, so ein bisschen, nö, hier ganz langsam ein bisschen gentrifizieren, ne? So in Reservate stecken. Genau. So. Juhu! Was ist los? Also in den großen Pillen ist nicht mehr nur Instant-Tod drin oder nichts. Es ist auch mal ab und zu was Sinnvolles drin. Es hat mich gerade geheilt. Boah, shit. Alter. Das war früher schon. Ja, aber es kam ja dann eine ganze Zeit lang nur Tod und Verderben aus den Dingern. Ja. Alter. Ob die Enten hier böse sind? Ja. Schade. Dabei die mit den so gelben niedlich. Vögeln? Ja. Ja, die halten auch eine ganze Menge aus übrigens. Ja, ich mach gerade meine Lieblingstaktik mit denen. Weglaufen? Ja. Ins nächste. Ey, Leute. Ey. Zieh dir eine Nummer! Du. Ich hab einen ganzen Zoo hinter mir. Ja, wenn du mir den Scheiß... Ah, ich seh dich schon. Wenn du mir den Scheiß ablieferst hier, ne? Hallo! Du hast dann auch so zwei rote Köpfe. Ja. Hallo! Ja, komm, zack, Hände. Ich hab nichts mehr gesehen. So, dann bin ich mal zurück dir aufs Schiff. Mhm. Hallo! Ne? So. Ei. Züchtest du dir schon wieder deine Affen hier an? Das wird meine Klonarmee. Ich merke das schon. Clone Wars. Ja! Was? Hier, guck mal, ich habe sogar noch ein Regal für dich. Nö. Hier, ich mache ja auch deine Tech-Kiste vorne nicht kaputt. Ja, okay, weine nicht gleich. Ist einfach nur, ne? Beim letzten Mal. Leck mich. Vor dem Wipe ist das ganz schön ausgeartet, mein lieber Freund. Du bist ganz schön ausgeartet. Dann packen wir mal ein bisschen Sand in die Schmelze, ne? So, wo bauen wir denn jetzt eine Hütte? Ja, wir müssen auch mal ganz kurz was essen? Ja, du musst was essen. Mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Bloodbank? Was hältst du von der Bloodbank hier? Im Keller? Ja, aber das soll ja eigentlich unser Labor werden. Nee, das hier ist unser Keller. Mal schauen, was haben wir denn hier hinten dran? Ich meine, wenn wir irgendwo ein Dorf bauen wollen, hier geht's natürlich ganz schön steil erstmal bergab, also abhangstechnisch. Ja, Terraform. Ja, ist es so extrem Terraform hier? Man kann das auf jeden Fall machen. Ja, wie halt in die andere Richtung?
Ach, hier ist unser Bunker. Genau. Was haben wir denn hier links? Also ich hätte den schon ganz gerne irgendwo in der Nähe. Ich meine, so ein Dorf, ne? Ja, klar. Dann würde ich sagen, dann baue ich hier quasi so ein kleines Plateau auf, sagst du. Oder wie meinst du? Komm doch mal her hier. Hör auf, dich da mit den Kisten hier zu beschäftigen. Ich pack hier nur schon mal zwei Laborkisten. Wenn du was hast, dann rein damit, ne? Ja, komm schon. Hier, komm mal her hier. Lass uns mal hier ein bisschen planen. Ja, Moment, ganz kurz noch einen Blick. Ich habe natürlich einen Großteil meiner Erde direkt weggefeuert. Was wird denn das? Was machst du denn da? Wo bist du denn schon wieder unterwegs? So. So, wo bauen wir denn jetzt unser Dorf? Unser Dorf kommt. Und schau dir mal an, wie schnell es hier gleich bergab geht. Ja, gut. Aber theoretisch könnte man. Also, hier haben wir nämlich auch schon unseren Bunker dann. Man könnte ja hier quasi. Als. Obwohl, andersrum, wenn wir hier natürlich noch ein großes Feld hinterm Haus zwischen Haus und Bunker bauen, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und das soll dann das Dorf erst links vom Bunker irgendwann beginnen. Also, dass wir hier quasi eine Brücke schlagen. Dass wir hier eine Brücke schlagen, hier mit Feld, keine Ahnung was. Das Doofe ist jetzt gerade, hast du noch blaue Erde? Nee, eben nicht. Ich habe nur braune. Ich dachte mir, blaue Erde brauchen wir nicht mehr. Ja, dachte ich mir auch erst. So, das heißt, dass wir das Dorf erst links vom Bunker beginnen, oder was meinst? Können wir. Ist ja vollkommen frei. So, dass wir quasi ein bisschen fernab wohnen, ein bisschen außerhalb. Fernab, ein bisschen außerhalb. Wir, so das schön, das Bauernvolk, Bauern sind, Landherren. Wir, die Landherren, Herren und die Bauern unter uns. Ja. Koppel haben wir nicht mehr so viel, ne? Doch, müssten wir eigentlich. Ja, nur Cobblestone Bricks. Wir verbraten das ja alles dann direkt immer in Koppel. Andersrum, ne? Nö, ich müsste. Warte. Wo habe ich meinen ganzen Koppel gelassen? Der ist weggekoppelt. Also, wir könnten hier theoretisch erstmal planieren. Dann haben wir auch wieder genug blaue Erde. Auf welchem Niveau willst du denn planieren? So ungefähr rechts das. An diesem Abhang hier würde ich schon nichts mehr machen. So groß soll es ja auch nicht werden. Ja. Ach, guck mal, hier hat irgendwer noch Settlings gesetzt. Wir fangen erstmal klein an, so ist ja nicht. So, okay, dann. So. Du. Wir fangen ja auch erstmal klein an. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal auch nur eine Hütte für unseren Stim Merchant bauen. Genau. Ups. Da kommt
das mal schnell hier oben rein. So. Ich würde noch mal ein bisschen tiefer gehen sogar. Ja, ist doch kein Problem. Hier auf dieser Ebene, weil wir müssen ja auch hier noch mal rechts ein bisschen was auffüllen. Da noch einen. Ich glaube oben, du unten? Ja, kann man ruhig machen. Oder so rum. So, hier dann passt das auch ein bisschen vom Übergang her, ne? So, dass man das da auch so ein bisschen stufenförmig hat. Jo. Nicht alles im Hintergrund weg. Ach doch, ruhig alles im Hintergrund weg. Ja, aber hier dieser Aufweg. Ja, gerade der. So, oh, 200, da kommst du nicht ja, weit mit. Damit kommst du natürlich nicht weit. So. Genau. Und dann kriegt er ein bisschen gekoppelt, ne? Hier, mach mal den Rest da unten mit Kobbel voll. Mit Kobbel? Warte mal. Ja, Cobblestone Bricks habe ich. Ich kann auch ein bisschen Kies reinkippen. Ha, du hast Kies dabei. Ja. Lutscher. So, dann baue ich uns jetzt hier erstmal, ne? So ein bisschen Weg. Sorry. Ja, nö, das war die Eule. Nein! Good planks. Ich würde das Ding auch nicht allzu groß bauen. Ja, warte mal. Ich habe Woodplanks gemacht. Ich finde, die Häuser von den NPCs müssen nicht unbedingt aus Cobblestone sein. Müssen sie auch nicht. So. Ganz einfache Geschichte. Upsa. Genau. So ist das, ne? Das ist die Tür höher. Ja, da passt die Tür rein. Wir hätten uns vielleicht einen Crafting-Table mitnehmen sollen. Da hat man das vorbereitet. So, tap, tap, tap. Ups. Eine Holztür reicht, ne? Ja. Wo hab ich die denn jetzt? Holztür, da. Oh, ich würde den auch so einen Cool Shelf reinsetzen dann. Ein Cool Shelf? Klar, als Sim Merchant. Ja, stimmt. Dann kriegt er hier auch noch das wieder zu. Genau. Das macht ja keinen Sinn. Und ich würde dem eigentlich auch gerne eine zweite Etage setzen, so schön mit einem Bett und keine Ahnung was. Links habe ich so auch. Fenster kriegt er. Eine zweite Etage mit einem Bett. Eine zweite Etage schön mit einem Bett. Ist zu flach. Ja. Du bist ein Held. Ja, ich bin forged. Aber weißt du, was wir da machen? Was denn? Genau. So wie früher. Ja. So. So. Da. Sag mal, das ist ja immer noch furchtbar niedrig. Ich meine nicht so. Oh, Glas kriegt er auch noch rein.
Aber nicht so edle Fenster wie wir. Ich baue jetzt gerade noch ein wooden Bett. Vielleicht noch ein wooden Chair. Ne? So, wo haben wir das? Hast du denn genug Türen gemacht? Nö. Wooden Door. Wo ist jetzt der Chair, den ich gebaut habe? Chair ist weg. Chair? Chair ist weg. Wohl? Ich seh's nicht. Auch die unten drin? Hab ich den noch gebaut? So. Auf jeden Fall gleich hier den Merchant Spanner schon mal hinsetzen. Ich würde dir gerade mal das zuwerfen und dieses hier auch zuwerfen. Warte mal. Hier. Behalte die mal kurz für mich im Inventar. Ja, kurz heißt für immer, ich weiß. Nee. So, jetzt kannst du mir sie wiedergeben. Nö. Doch, gib mal her. Lass mich doch gerade mal meinen Stuhl suchen. Ich habe einen Stuhl gebaut und ich finde ihn nicht mehr. Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Alter. Kriegst du ihn? Nein. Achso, du setzt dir jetzt gerade ein Dach auf. Ja. So, 1, 2, 3, einen runter. Und dann kommt hier. So, jetzt kommt hier der Maler mit der Tür, ne? Ei. Sieht doch gut aus, oder? Kann man nicht meckern. Meinst du, gibst mir meinen Dreck wieder? Nö. Hey! Was willst du mit dem Dreck? Terraform. Und mein Dingens. Dann was? Mein Crafting Table. Ja, du Leck. Lecko Funny. Ja. Den Dreck kriegst du nicht wieder. Der ist schön im Mindstacks aufgehören. Oh, dann gib mir die komplett. Nein. So. Jetzt können wir noch ein bisschen Licht gebrauchen, ne? Ja. Hast du Eisenbarren dabei? Natürlich nicht. Na. Dann bauen wir das hier schon mal wieder ab. Ach, der schöne Atom. Alter, geh dem Typen aus der Butze raus da. Echt mal. Scheiß Monster. Geht gar nicht. Ein Blutspucker. So, 2 Lampen sollten reichen, ne? Ja, mach ruhig mal einen ganzen Haufen. Ist ja nicht so, als würden wir die nie wieder benutzen müssen. Ich soll einen Haufen machen. Haufen! Kennst du das Spiel? So, wo haben wir sie denn? Laterne. Boah, ich sehe tatsächlich am Crafting Table? Ich glaube, du kannst die Oil Lantern Amboss machen. Ich hätte jetzt die Iron Lantern gemacht, so wie wir haben. Und die baue ich hier. Ja. So, 10 Stück müssen reichen. Alter Geizkragen. Hallo? So, dann setzen wir jetzt noch die Laternen dahin und weißt du, was dann ist? Pause. Juhu.
Ist er schon da? Ich weiß nicht, ich bin ja noch nicht mal da. Ja, tatsächlich. Ein Vogel. Ein Avianer? Alter. Ja. Ein Avianer. Der ist tatsächlich ganz schön hier. Hallo. 400 kostet ein Radstimpack. Boah. Und 150 der Rest jeweils. Alter Schwede. Da muss die Mutti ganz schön viel für Kartoffeln schälen. Ja. Ja, komm her. Ja, was denn? Guck mal, ein Punker-AI, Aviana. Mach doch mal nicht so viele Lampen bei dem rein. Warum? Ist doch geil. Na. Naja. 400. Boah. Das ist ein Diamanterz, ne? Und? Mehr sogar. Ich muss sagen, das Haus ist hübsch geworden. Ja, für so 5 Minuten? Ja. Dann moderier doch mal ab. Ach nö. Oh, nie machst du das. Ja, du machst das so gut. Du bist das jetzt gewohnt, du hast Erfahrung drin. Na gut, liebe Leute. Nee, komm. Nö. wenn schon. Wo ist denn die denn her? Hier von dem Affenkäfig. Erinnerst du dich? Ja. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen Starbound. Wuhu. Tschüss. Bye-bye.